Brennpappe, Plastebomber oder einfach nur Schorsch. Er hat viele Namen und auch heute noch ebenso viele Fans, der Trabant. Für manche ist er der Inbegriff der DDR, jahrzehntelang ein heiß begehrtes Auto und unvorstellbar, aber 10 Jahre lang haben Menschen auf ihren neuen Trabi gewartet. Familie, Gepäck, Hund, alles passte rein und heute vor genau 25 Jahren rollte der letzte Trabant vom Band. Mitunter wurde er in der DDR als Gehhilfe und Rennpappe verspottet. Der Trabant, liebevoll Trabi genannt. Der wohl berühmteste hörte auf den Namen Schorsch. Schorsch, du kannst nicht dafür. Du bist immer bloß gelaufen und gelaufen. Der Film Go Trabi Go setzte dem DDR-Kultauto ein Denkmal und der Schauspieler Wolfgang Stumpf wurde zum populärsten Trabi-Fahrer der Wiedervereinigten Republik. Der Dresdner hier bei einem Treffen der Go Trabi Go Filmcrew nach 25 Jahren hat auch persönlich Trabi-Erfahrung inklusive jahrelanger Wartezeiten. Ich hatte nicht bloß einen, sondern einmal die Anmeldung von der Oma und dann die eigene Anmeldung und dann die von der Frau. Und zuletzt habe ich dann eine Anmeldung einlösen können. Das war, glaube ich, Ende 88, Anfang 89 kriegte ich einen Trabi-Kombi, den ich natürlich dann ein paar Monate später wie faule Eier anbieten musste. Heute ist es eine Rarität, noch an einen guten Trabi ranzukommen. Und das mit dem Namen Schorsch kam so. Meiner hieß damals auch Schorsch. Warum Schorsch? Kommt so, lief so aus dem Mund raus. So schön. Für den Sachsen war das wunderbar. Ach, hier der Schorsch. Vor 60 Jahren knatterte beim VEB Sachsenring in Zwickau der erste Zweitakter vom Hof. Mit einer Kunststoffhaube aus sogenanntem Duroplast. Eine Weltneuheit und aus der Not geboren. Das dringend benötigte Blech stand für die DDR auf der Embargo-Liste. Also hieß es wieder mal, aus nüscht was machen. Das Lebensmotto der Republik. 26 PS hatte der Trabant, 110 km/h konnte er fahren mit Rückenwind. Die Preise waren stabil. Wie lange man gespart hat und wie man dann noch von der Mutter Geld dazu gekriegt hat, dann da lag ja immer so zwischen 8.000 und 10.000 Ostmark. Ne? Und da musste man schon ganz schön Holz sägen dafür. Trabant bedeutet übrigens treuer Begleiter. Und das war er wirklich in jeder Lebenslage. Den Schorsch haben wir dich gezeigt, Jacqueline. So in Binden gefahren. Dann haben wir dich geholt. Schorsch war unser Trauzeuge. Auch Familie Stumpf hat im Trabi so einiges erlebt. Eine Hängerkupplung dran und dann in den Urlaub an die Ostsee. Ja. Und da gibt es so viele Erinnerungen, wo man sagt, ja, weißt du noch. Das ist wie mit einem alten Film, dass man da sagt, ja, stimmt, so sah das damals aus. Er hat irgendwie alles mitgemacht. Schwierig wurde es dann, wenn man Ersatzteile brauchte. Um hier ranzukommen, musste man Beziehungen haben. Manchmal musste man nach Berlin fahren, auf die Leipziger Straße. An der Ecke gab es Ersatzteile. Damals war man froh, dass man das eine Teil, was man brauchte, und von dem gab es ja nur eine Art, dass man das hatte. Heute stehst du vor manchen Geräten und Entscheidungen und weißt, du nimmst du das. Es ist auch ein bisschen Überfluss und es nimmt eigentlich auch manchmal ein bisschen Freude, dass man genau das Einzelne kriegt, was eben so selten ist. Beim Trabi ging es öfter mal um Leben oder Tod. Reparieren oder Friedhof? Operieren. Da müssen wir durch. Und so mancher hat an seinem Trabi vieles in Eigenregie geschraubt. Der berühmte Trick mit der Damenstrumpfhose als Keilriemen funktioniert noch heute. Die Zündkerzen, die Lichtmaschine, das konnte man alles selber reparieren. Es war überschaubar da drin, diese Teile, die man sah. Heute ist ja alles zugedeckt und dann kannst du nur mit dem Computer reinschauen, so ungefähr. Man konnte einen Radwechsel mit links machen. Verändert hat sich der Trabi im Laufe der Jahre wenig. Das hier waren die allerersten Modelle. Das Coupé P70 und der P50. Ja, und so sah der 601 Deluxe am Ende aus. Dabei hatten die Ingenieure durchaus Pläne in der Tasche. Aber nicht nur Kostenzwänge, vor allem die Parteipolitik hat hier vieles verhindert.
Und wenn es doch mal Neuerungen gab, dann informierte das DDR-Fernsehen charmant. Ein Blick in den Fahrgastraum zeigt drei Veränderungen. Am auffälligsten das neue Vierspeichenlenkrad. Durch das Verlegen des oberen Befestigungspunktes liegt der Gurt jetzt besser an der Schulter an. Ein Druck auf den Knopf der Waschanlage und die Wischer beginnen zu arbeiten. Und auf dieses Hightech-Fahrzeug musste man dann auch noch 10 Jahre warten. Natürlich weiß ich, wie ich mich gefreut habe, als ich den ersten bekommen habe. Ich hatte vorher so ein Berlin und habe dann immer geträumt, ach, wenn du mal richtig drinne sitzt und es blinkt dann, der Blinker, und du hörst das Geräusch. Ja, das waren so die kleinen Träume, über die man sich gefreut hat. Und dass ich damit an der Ostsee im Urlaub war und dass das ganz schön anstrengend war, da die knapp 500 Kilometer da durchzuziehen. Das war schon anstrengend mit der kompletten Familie und dem Reisegepäck und dem Zelt. Da war es schon ein bisschen eng. Naja, der Kofferraum war relativ geräumig. Und wie viele Menschen hatten eigentlich im Trabi Platz? 4 Mann passten ja rein. Es gibt aber auch einen Rekord. Ich glaube, der war bei 17, die reinpassten. Damals wusste man noch kein Guinness-Buch, sondern Außenseiter-Spitzenreiter hieß die Sendung. Und da wurde das ausprobiert. Ihr geht vielleicht nach hinten. Ihr geht nach hinten, ja? Von drüben kann vielleicht auch jemand rein, eine Dame vielleicht auch. Wollen Sie auch mit? Möchten Sie mit? Na los. Möchten Sie auch? Na los. Ist jetzt restlos alles voll? So, 17 Personen insgesamt haben in einem Trabant Platz. Dann kam der Sommer 89, ein letztes Rennen auf dem Sachsenring. Als im Herbst die Mauer fiel, liefen sie noch einmal zur Hochform auf. Trabi-Schlangen an der Grenze. Das 3-millionste Fahrzeug wurde in Zwickau noch gefeiert. Aber das Schicksal des Trabi war ebenso besiegelt wie das der DDR. Ende 91 war dann Schluss. Aber der Mythos lebt. Trabi-Treffen, Trabi-Clubs, nicht nur im Osten. Es gibt 33.000 zugelassene Trabis noch. Es gibt also in Schleswig-Holstein einen Fan, der behauptet, er hätte den Original-Trabi. Das werden wir noch mal mitprüfen, ob er wirklich den aus dem Film hat. Und es gibt in Bayern einen Fanclub, in Mühlhausen, überall. Es gibt ein Trabi-Treffen bei Zwickau und in Zwickau jedes Jahr. Da kommen Tausende von Fans. Haben wir noch was vergessen? Was ist der Unterschied zwischen einem Trabi und einem Konto? Gibt gar keinen. Beide behindern den Verkehr. Kennst du den? Der Trabi landet im Straßenjahren genau neben dem Kuhfladen. Da sagt der Kuhfladen, was bist du denn für einer? Da sagt der Trabi, ich bin ein Auto. Da sagt der Kuhfladen, wenn du ein Auto bist, bin ich eine Pizza. Mach's gut, treuer Begleiter. Legenden sterben nie.